Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bus Simulator. Ja, wir starten direkt mit einem kleinen Unfall. Sehr gut, ja. Was müssen wir machen? Wir müssen den Flughafen, den wir ganz neu hier freigeschaltet haben, mit drei Routen verbinden. Allerdings müssen wir da auch den ZOB mit unterbringen und den Hauptbahnhof. Hauptbahnhof können wir noch einmal leveln. Das heißt, wir würden da noch mal was dazu bekommen. Das wäre kein Problem. Aber der ZOB wird schwierig, weil der hat alle möglichen Routenoptionen schon ausgeschöpft. Da bin ich jetzt auch schon hingegangen, habe eine Route gelöscht. Und zwar die, die er mit eingebracht hatte, nur mit 1200 Euro. Die habe ich jetzt mal rausgenommen, habe jetzt mal eine neue dahingesetzt. Die fahren wir jetzt mal und ja, da muss ich auch Stream mal schauen, wie ich da im besten Falle da die zwei weiteren Routen noch an Start kriege. Naja, wird schon irgendwie funktionieren. Wir fahren hier mit einem Citaro Car, mit einem kleinen Bus. Aber wir nehmen die Route jetzt einfach mal in Angriff, würde ich sagen. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Lass uns überraschen, aber auf jeden Fall mal einen Flughafen anfahren, ne? Kann man auf jeden Fall machen. So, jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir hier irgendwo ankommen. Damit wir hier mal vorwärts kommen. Ich bin gerade mit der Kollegin hier mitgefahren, Alter. Die ist gefahren wie eine Gestörte. Nur am Heizen, die Frau. Ich hab mir auch gedacht, was ist denn hier los? So, da vorne steht wieder ein Bus von uns. Ah ne, doch nicht. Das sah erst so aus. Mal gucken, ne? Angeblich soll die Route 40 Minuten dauern. Apropos 40 Minuten. Ich bin ja noch angeschrieben worden, wie man das am besten schafft, so eine Route unter 50 Minuten zu fahren. Einfach kurz vor Ende der Route den Bus übernehmen und die Route dann zu Ende fahren. Sollte funktionieren, hat bei mir auch immer soweit funktioniert. Ist quasi, ja, ich sag jetzt mal ein bisschen, nennen wir es mal Cheaten. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber ja, es funktioniert. Also bei mir hat es auf jeden Fall jedes Mal funktioniert, wenn ich so eine Route halt in einer bestimmten Zeit fahren sollte. Ein Fahrgast blockiert die Tür, was? Was ist mit dir los, Oma? Rein hier, komm! Stimmt bei dir nicht. Dafür will ich aber jetzt auch mal dein Ticket sehen, Entschuldigung. Mhm. Naja, das ist okay. So, und weiter geht's. Na, der halt. Am Steuerkreuz gekommen. Das wollten wir nicht. So, auf geht's zum Hauptbahnhof. Ja, den müssen wir noch leveln. Von Stufe 9 auf 10. Dann sollten wir da, ich glaube, auch nochmal zwei Strecken dazu bekommen. Das würde dann reichen. Weil, wie gesagt, mal gucken, was ich da ZOB rausnehme an Strecken. Ja, wird schon irgendwas finden, ne? Da wird schon irgendwas finden. Also da gucken wir mal, beziehungsweise ich gucke da mal offscreen. Ich werde da mal schauen, dass ich dann die Strecken nehme, die am wenigsten einbringen. Ich muss mir nur mal notieren, welche Routen da jetzt am Ende des Tages alle dran sind. Kann sich ja kein Mensch merken. So. Okay, wir sind wieder auf der Hauptstrecke hier. Na komm, mach grün hier, dankeschön. Da sind wir wieder bei Goldfried. Man kennt ihn. So, wir sind am Hauptbahnhof angekommen. Wäre schön, wenn der Kollege oder die Kollegin, die hier auf Route 6 unterwegs ist, mal Gas geben würde. Dankeschön. Genau, Abfahrt, dankeschön. So.
Ja, ne? Richtig perfekt geparkt. Und direkt wieder Zahltag. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Direkt mehrere, aha. Ein Student, der mehrere Fahrkarten braucht. Bitte schön. Jawohl. Ah, hier noch einer. Einmal normales Ticket. Hallo? Jetzt. Zack, hier. Na, was hakt denn hier? Oh. Ah, funktioniert doch. So, noch jemand ein Ticket, bitte? Mhm, wer hätte das gedacht? Der Rentner hier. Bitte schön. Die wollen aber heute alle wieder hier richtig Geld zurückhaben, ne? Ah, wir haben noch 43 Sekunden. Wir können mal ganz kurz hier durchgucken. Ah ja, okay, guck an. Direkt die erste lieber kontrollieren hier. Zack. Kein Ticket. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Mhm. Sie heißt Mounty. Was mit dem Topus, der da draußen steht? Ich hätte den Bus fast verpasst und habe dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Hätte ich das auch so gesagt. Oh nein. Wo hab ich hab denn? Sie verloren. Klar. Ah, hier, bitte. Naja, haben wir wieder ein paar erwischt, ne? So. Weiter geht's. Ein Fahrgast nicht mitgenommen. Ist ja jetzt nicht so, als hätte die Tür offen gestanden, ne? Und der hätte einsteigen können. Dafür geht mir hier irgendeiner mit Musik um den Nerv. Wo ist er denn? Hallo. Danke. Warum ist der Typ denn nicht eingestiegen, als die Türen offen waren? Frag mal für so einen Freund. Ja komm, Kollege, fahr. Was ist da los? Bleibt er da mitten auf der Kreuzung stehen? Ja, ich bin mal gespannt, ob wir jetzt den Flughafen hier noch weiter ausbauen können. Sollten wir aber hinkriegen, easy. Da werden am Ende des Tages auch wieder zig Strecken dranhängen, wahrscheinlich. Dann habe ich dann den Kerstadt, glaube ich, war es. Und noch die eine oder andere Haltestelle mitgenommen, damit wir die da auch noch mal weiter leveln können. Also läuft ganz gut, ne? Oh, da ist jemand eingeschlafen. Den müssen wir aber jetzt wecken, ne? So nicht, wir sind hier kein Fluss. So, Polterstraße. Mama, ich höre dich da hinten nicht. Musst du lauter reden? Polterstraße. Pelterstraße, nicht Polterstraße. So, bitteschön. So, wir sind hier eingeschlafen. Gucken wir mal gerade. Yeah, wir haben eine neue Farbe freigeschaltet. Ich habe mir kürzlich selbst ein Banjo über den Kopf gezogen. Fragen Sie nicht. So, hier will jemand ein Ticket. Zack, bitteschön. Alter, was wollen die alle Rückgeld haben, bis die schwarze Kraft? Was ist denn los? Danke. Gerne. So. Und weiter geht's. Was? Mit offenen Türen gefahren? Wieso mit offenen Türen gefahren? Was hängt? Ey, was ist denn da los? Die hängen da schon wieder überall. Was ist denn mit der Eulen da los? Komm, geh mal von der Straße da. Wieso hängen die da alle fest? Naja, egal. Macht ihr da hier voll Bussurfing, ja? So, auf zur Römerstraße. Oh,
Aber für diese Soundkicks kann ich nichts, sorry. Stört mich auch gerade so ein bisschen. Mit diesen komischen Soundaussetzer hier. Keine Ahnung, was da los ist. So, Römerstraße. Genau, alle aussteigen. Währenddessen kann ich hier mal die Haltestelle ausbauen. Juhu. Oh Gott, wir sind hier erst auf Stufe 3. Oha, da haben wir auch noch einiges zu fahren. So, alle draußen. Wie viel steigen ja da noch aus? Wie viele kommen denn da noch raus? Na ah, jetzt Zufriedenheit nur 3 Sterne, okay. Das ist nicht so geil, ne? Naja gut, was willst du machen? Der zentrale Busbahnhof. Den wir ausgelevelt haben und keine weiteren Schritte mehr zufügen können. Ist dann halt auch ein bisschen blöd, ne, wenn man hier immer wieder dann die Routen löschen muss. Aber gut, was willst du machen? Kommen wir ja nicht drum herum, ne? Muss auf jeden Fall mal schauen, dass ich da ja keine umsatzstarken Routen lösche nach Möglichkeit. Ah, hier kann ich auch wieder nur 25 fahren. Also bei manchen Bussen dann hat er den automatischen Tempomaten drin, ne? Also den Begrenzer. Wow. Okay. Der zentrale Busbahnhof, das sind wir doch schon. So, kurz einen Blick. Jetzt müssen wir einmal die Rampe runter raus. Jawohl. Und Tür auf. Na, kommt da rein. Jawohl. So, einmal Fahrkarte. Gerne, kein Problem. 3 Stück sogar, bitteschön. So, und rein jetzt. Wir haben noch 1 Minute und 42. Augenblick, sie muss hier irgendwo sein. Mhm. Ach, was soll's. Ich habe keine Fahrkarte. Er hat keine Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Hier, bitte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie haben mich erwischt. Ich hab dich erwischt. Genauso sieht er aus, Lady. Auch Sie müssen ein Ticket kaufen. Da führt kein Weg dran vorbei. So, rein mit der Rampe und Abfahrt. Der nächste Bus ist schon hinter uns. Peace Kogel Grange. Nächster Halt. Ja, das sind jetzt hier weitere Strecken. Hab da natürlich nicht jede Haltestelle mit reingebastelt, ne? Da muss ich sowieso mal gucken, wie wir am besten die Strecken dann machen, um zum Flughafen zu kommen. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Das sind halt sehr, sehr weite Strecken, ne? Bis zum Flughafen raus. Da ist man schon eine ganze Zeit lang unterwegs. Ja, komm mal hier, Kollege. Kommt gar nicht in die Füße. So, jetzt gibt er gleich Gas, ne? Die Katze von der Universität hat eine eigene Webseite. Oh, super!
Die Katze mit der eigenen Webseite. Mhm. Läuft. So. Rein in den Kreisverkehr. Dass man hier in den Kreisverkehr reinblinken muss. Oh! Gott, wo kam der denn her, ey? Alter Schwede. Damit habe ich ja null gerechnet jetzt. Den haben wir aber gar nicht gesehen. Drescher voll in den Kreisverkehr rein. Was stimmt bei dir nicht? Hier muss ich raus. Echt? Dann lassen wir dich schon mal raus. Oh, halt. Hey! Was war das denn? Hallo. Ich brauche technischen Support bei. Eins. Weitere Optionen. Junge, Junge, Junge. Was hat denn da den Buster jetzt so ausgehebelt? Naja, man weiß es nicht. Ich bin noch nirgendwo drüber gefahren. So, Fahrkarten sind verteilt, Türen sind zu. Und ab geht's. Moment, wir müssen noch einen Scheibenwischer anmachen. Und Abfahrt. Ah, hier kommt noch ein Bus. Hey, yo. So, ab geht's nach Westfield West. Nee, Winfield West, so. Das ist jetzt eine längere Tour auch hier, oder? Insgesamt dauert die Route 40 Minuten. Ja. Ja, wirklich. Ich hab gewonnen. Oh, vor der Schule. Bremshügel. Oh. Stand. Sie hat gewonnen. Frage ist nur, was hat sie gewonnen? So, da dürfte der Kollege ranfahren, ja. Immer schön hier durch die Schlaglöcher brausen. Dann nehmen wir aber auch jedes Schlagloch mit, ne? Na, noch drei Stationen. Dann haben wir einen Flughafen. So, ab hier. Zack, einmal hier abbiegen. Dann müssen wir jetzt hier wieder durch die Berge fahren. Boah, es ist dunkel hier. Naja, 7:30 abends. Da kann schon mal ein bisschen dunkel werden, ne? Bei dem Wetter. Das Gute daran ist, wenn ich die Routen löschen muss, um den ZOB freizukriegen, habe ich direkt auch wieder Busse übrig. Brauche ich keine neuen Busse zu kaufen. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. Oh, der Akku ist leer. Was machen wir denn da? Wir bieten hier leider keinen kostenlosen Strom an. Wir sind hier auch nicht bei der Deutschen Bahn, ne? Absolut weite Strecke bis zur nächsten Haltestelle. Also, ich habe noch 5 Minuten 40 Zeit. Krass. Wie lange sind wir denn da unterwegs?
Das Lustige ist, der Bus, der fährt auch irgendwie nicht schneller. Warum eigentlich nicht? Man weiß es nicht. Einmal mitten durch die Pampa. Hört da genau zu. Sie machen sicher schon Gewinn, aber wie viel Geld würden Sie investieren können, wenn ihr heute das Investment kauft? Macht ihr da hinten eine Investmentberatung oder was macht ihr da? Ich bin ja voll am Quasseln eigentlich. So, okay, wir sind 4 Minuten zu früh. Okay, ja. Wie ist denn da die Zeitberechnung gelaufen? So. Musst du die jetzt mit dem Rollstuhl raus? Oh ja, Tatsache. Moment. Kann ich die Rampe noch rausfahren jetzt, oder? Mann. Ja, war ja klar. So, Moment. Oh, Alter Schwede, jetzt muss ich erstmal hier die ganzen Leute wieder abarbeiten. Kann die da, warum sagt die das eigentlich nicht mehr so im Voraus? Das ist irgendwie voll dumm. Weil dann hat man hier schon den Wagen abgelassen, die Türen schon auf, dann ist hier voll der geknubbelt von den Leuten. Hey! Hey! Hallo! Hallo! So, zack. Bitteschön. Ist auch noch eine Karte. So, wer noch? So, jetzt krieg ich die Türen hier mal zu, jawohl. So, Rampe raus. Tür wieder auf. Okay, jetzt schon draußen. So, alle am Start. Ja, sieht gut aus. Rampe wieder rein. Tür wieder zu, Abfahrt. Sehr gut, hat auch gut funktioniert. Alter, wir haben schon wieder 5 Minuten. Alter, diese Streckenberechnung, ne, die verstehe ich auch noch nicht. Das ist ja richtig zu lang. Also viel zu viel Zeit, die wir da zur Verfügung haben. Braucht ja kein Mensch. Das sind wir ja sowas von hart zu früh. Na gut, was willst du machen, ne? Kannst du machen nix. Nach Winfield Ost. Auf geht's nach Winfield Ost. Und so langsam kann keiner erfahren, dass wir da hier 5 Minuten für die Strecke brauchen. Ne? Könnt ihr übrigens 5 Minuten hier warten, ja. Toll. Bringt aber auch nichts. So, haben wir da jemanden dabei? Nein. So, schönen guten Tag, Sie wollen eine Karte? Kein Problem.
Was kriegt er denn? Ein Studententicket? Bitteschön. Zack. Noch ein Studententicket. Warum hängen eigentlich die ganzen Studenten hier draußen? So in der Stadt kaum einer, nur Rentner. So, Kartenkontrolle. Hier, schönen guten Tag. Ich glaube, eine Tour von Orkel nach Sonnstein ist einfach perfekt für einen Wochenendausflug. Da liegt wieder einer erwischt, jawohl. So, Lady, was von Ihnen? Na klar. Na klar, meinst du? Hallo, wach werden. Aber nicht selbst fahren zu müssen, ist der wahre Luxus. Ah. Klar, hier ist sie. Vielen Dank, Dankeschön. So, was mit euch? Ah, jo, da haben wir wieder einen. Hab ich den? Naja, hat schon gelohnt, ne? Das hat sich doch wieder gelohnt. Wow, bleib doch nicht stehen. Und schon wieder 6 Minuten. Krass. Das ist definitiv zu lang. Oh, sowas von zu lang. Und auf geht's zum Flughafen, den wir endlich freigeschaltet haben. Sehr gut. Ich muss ja echt mal gucken, ne, mit den zwei anderen Routen. Insgesamt 3 Routen bis zum Flughafen ist schon echt nervig. Na gut, wir schauen mal. Das wird schon irgendwie. Ja, bleibst du wohl da stehen. So, wo kommt denn der Flughafen? Ich weiß nur, dass es irgendwo rechts abging, glaube ich. Da sind wir auch schon am Flughafen. Ein Traum. Sollen wir direkt mal gucken gehen, wo der nächste Flieger hingeht, weil bei dem Wetter hier, dann will man ja ein bisschen wegfliegen, ne? Und nicht hier im Bus sitzen. So, zack. Haltestelle 1. Und spiele gerne Spring of Affection. Ach nein, ich gucke nur. Swarm of Affection spielen. Jawohl. Freunde, wir sind am Flughafen angekommen. Sehr geil. So, wir haben eine Karte, bitteschön. Zack. Ah, da blockiert schon wieder jemand die Tür. Was ist da los bei den Leuten? Hi. Hi. So, einmal das. Okay, wer blockiert hier die Tür und warum? Junge Frau, kommen Sie rein. Dankeschön. Glaube ich Lüge. Ist so eine tolle Idee, um die ganzen Schildkröten ins Wasser zu kriegen. Ja, sehr gut. Ja, würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein Folgenende. Wir sind echt weit, oder mussten wieder weit fahren. Dadurch natürlich auch nicht weit gekommen, aber egal. Ich übergebe das die Route jetzt einer Kollegin oder einem Kollegen. Und guck mir jetzt so reinplöpst. Na, Kollegin, siehst du. Aber wir fahren ja mal mit. Genießt du die Fahrt? Oder Nö, ach, weißt du was? Lass mal hier rein. Ich will hier rein. Oh.
Naja, ich wollte die Fahrt genießen. Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Bewerten, kommentieren, gerne kostenlos abonnieren. Danke dafür. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao.